Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Juhu! Tom ist einfach verloren! Ja. Ich glaube, hier waren wir es letztes Mal, ne? Ach, zum Zimmer zu kehren. Oh, wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Ich glaube, wir waren. Na, aber es war jetzt schon 2 Tage, ja? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Er ist der Boss. Ich brauche hier vielleicht später ein bisschen Hilfe, der Sturm wird die Türen waren versperrt. Hartman und die Schwestern hatten Schlüssel. Klar, aber es war unmöglich, an sie ranzukommen. Aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Also, ich geh mal hier hoch. Hey Wake, tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Das stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Okay. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Bridge bewachte mich scharf. Wake. Kann ich auch zumachen, die Tür? Weil ich mag das nicht. Ich wollte es eigentlich so. Ja, okay. Zwischensequenz. Na gut. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Mann, ist es mir nur so... Ist es mir nur so leise? Kommt es mir nur so vor, oder? Ah. Okay. Was? Und es gibt Seite. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Okay. Wir haben ja gesagt, wir hören es jetzt immer gleich an. Also ich jedenfalls. Das kommt mir komfortabler vor. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptzeichen. Dort bewahrte er sie auf. Oh, muss sie denn hin? Schloss öffnen, ja. Da ist jetzt ein Schlüssel weg. Jetzt kannst du ja endlich mal Türen aufmachen. Da war? Da. Es gibt Seite. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Aha. Okay. Jetzt kommen wir dahinter, ne? Ist es Barry? Das ist Barry, Alter, geil. Barry? Und auch Zeit. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose... So. Okay. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr.
Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Erschieß ihn! Los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Da grinst er. What the fuck ist jetzt los? Okay, haben wir noch das an? Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Okay, los. Nope. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. What? Mach Schloss auf, du Idiot. Oh, das ist gar nicht so einfach. Wow. Auf! Oh shit! Oh, ich sehe ja gar nichts. Ich brauchte Licht, um die besessenen Bücherregale weg. Aua. Licht. Au, ich bin gleich tot. Oh shit. What the fuck? Ich habe ja gar nichts, ne? Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Oh, das ist ja schon schwer, ey. Au! Ach, da darf ich nicht raus, okay. Licht, Licht, Licht. Okay, da drüben war Licht, aber ich geh mal hier hoch. Hier ist noch nichts. Da, Generator. Oh. What the fuck? Oh shit! Ach so, okay, ich muss das auf Zeit machen. Okay, anscheinend hält das der Generator nicht so schnell lange aus. Oh. Ah! Los, lauf! Er kann schon nicht mehr. Lauf! Oh. Geh durch, du Idiot. Wo muss ich hin? Hier ist du. Shit, ich bin eingesperrt. Nu? Wieder zurück. Leuchtfackel. Ah! Schau mal. Hey, die gehen nicht weg. Ah, doch jetzt.
ein Manuskriptseite. Ungehören, lass uns schwärmen. Hartmann wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Okay. Weiter. Oh shit. Hier ist zu. Oh shit. Oh damn it. Was soll ich machen? Hier ist zu. Okay, los geht's. Nein! Scheiße. So muss ich gleich nochmal machen. Ja. Ich bin hier! Ich komme. Ich komme. Oh, haben wir es geschafft. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Shit, Alter. Oh, verdammt. Na los, ey, wir müssen weg hier. Das Labyrinth ist einfach. Ich hab's durchgeschafft. Ist einfach, okay. Ja, super. Wenn es einfach ist, dann schaff's ich eh nicht. Oh, jetzt ist auch nicht der labert hier die ganze Zeit rein, oder? Das wäre total beschissen. Okay. Was für böse Buben? Oder habe ich das jetzt verstanden? Schnell nachladen? Okay. Hier geht's auch noch lang, okay. Aber ist zu. Okay. Dann wieder zurück. Erwartet mich etwas um die Ecke? Oder hier? Oh, Manuskriptseite. Ja, war ja klar. Okay, hören wir uns die Manuskriptseite an. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens.
Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Okay. Und dann würde ich sagen, Moment. Dann würde ich sagen, dann machen wir erst mal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Alan Wake. Also bis dann. Ciao.